So, das ist jetzt leider eine Nachsynchronisation, weil ich auf das Video einen Content-Treffer bekommen habe. Ich versuche das so weit wie es geht zu machen. Ich hatte das halt schon vor einem Monat oder so fertig gerendert. Deswegen kann ich da jetzt leider nicht mehr die Musik von meinem Gerede trennen. Ich werde versuchen, das so gut wie es geht zu machen. Ich weiß natürlich nicht, was ich jetzt hier genau sage. Wir mussten ja hier noch, wir haben ja diese Einzelteile und wollten die dann irgendwie da verbinden. Da habe ich mir einen Tipp geben lassen und da steht jetzt, was sollen die Hieroglyphen wohl bedeuten? Ja, habe ich keine Ahnung von, was diese Hieroglyphen da bedeuten sollten. Mein Freund kann sich jetzt eigentlich auch ein Beispiel an mir nehmen, weil er muss auch noch was nachsynchronisieren. So, ja, ich klicke da wie bekloppt drauf rum, weil ich einfach irgendwie nicht weiß, wo es sonst weitergehen sollte. Und irgendwie habe ich damit keinen Erfolg. Was ja schon mal passieren kann. Da darf ich mir wieder einen Tipp geben, der ist sehr hilfreich, weil es mir wieder das gleiche sagt wie eben. Dann schauen wir uns einfach mal woanders um. Da haben wir so eine Drehscheibe mit so einem Code. Ah, da steht, ähnliche Symbole haben, gab es auf dem Stuhl. Vielleicht ist das ja ein Hinweis. Und ah, da fehlen Stücke. Gut, wunderbar. Endlich was, was man zusammenpuzzeln kann. Aha, dann haben wir die eine Seite schon mal fertig. Ach nee, da fehlt noch ein Stück. Ich puzzle das schon mal so ein bisschen so, überlege, wie das auf der anderen Seite wohl zusammenpassen könnte. Aber da unten fehlt noch ein Stück. Das ist das da, genau. So, dann müssen wir ja irgendwie noch die andere Seite einstellen können. Ich überlege, wo das hinpassen könnte. Also hier auf die Seite auf jeden Fall nicht, weil hier ist ja irgendwie nichts mehr. So, aber auf der anderen Seite, da scheint ja auch noch was kaputt zu sein. Wunder, dass man das einfach reinsteckt und das dann funktioniert, ohne irgendwelchen Kleber oder so. Alle Stücke einfach mal reinpuzzeln. So, wunderbar. Dann können wir diese Rolle wahrscheinlich jetzt auch benutzen. Ah, okay. Wir drehen dran und dann. Hä? Jetzt leuchten die in der Mitte auf. Okay. Schauen wir einfach nochmal auf dem Stuhl. Okay, da haben wir diesen lustigen Pharao und diese Katze. Auf dem so ein Ding. So, dann geht's wieder zurück. Müssen wir dann natürlich auch einstellen. Ach du Güte. Ja, ich guck, glaube ich, gerade. Da ist der Pharao. Da ist der Pharao. Ah, man kann nach oben und nach unten drehen. So, der Pharao. Dann war das diese Katze auf diesem Hügel. Das da. Genau. Und dann geht's nochmal rüber. Und wir schauen nach, was auf dem Stuhl noch so steht. Okay, so drei komische Symbole übereinander. So ein Vogel, so ein Oval. Und noch irgendwas. Dann suchen wir das mal. Ich weiß nicht, warum ich an dem nächsten Rad schon drehe. Ah, da. Okay, dann habe ich wahrscheinlich eins weiter gemerkt, als ich mir gerade gemerkt habe. Ja, genau, stimmt, das Symbol war danach. Ach, war ich in dem Video schlauer. Okay, dann haben wir so zwei Hunde rechts und da haben wir puh, so einen kleinen Regenschirm oben. Da stellen wir natürlich auch noch an der Kiste ein. Da waren wir dran, da kommt ein. Wo ist denn der kleine komische Regenschirm? Wunderbar. Okay, und da habe ich vergessen, dass das die zwei komischen Hunde waren. Die zwei komischen Hunde und danach, da sieht aus wie so eine dicke Fliege. Zwei Hunde und dieses Teil unten drunter. Da weiß ich nicht, ob ich das jetzt auch gefunden habe. Ach so, warum gucke ich denn ganz hinten? Ich bin ja wieder schlau. So, na, wo ist es denn? Ah, da. Falsche Richtung. Da. Na super. Ich bin genau in die verkehrte Richtung gedreht, wie immer. Ja. Aha.
was da wohl drin ist. Und wir öffnen die Truhe. Eine Granitplatte, leicht beschädigt. Wisst ihr, das Spiel hatte eh keine Sprachausgabe, das heißt also, ihr verpasst hier nichts. So. Was ist... Ach, okay. Da können wir die Sachen zusammenbasteln. Oh, 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 da habe ich jetzt schlechte Erinnerungen dran. Das habe ich so überhaupt nicht zusammengekriegt, das weiß ich noch. Oh, ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber das fand ich vergleichsweise schwer zu dem ganzen anderen Kram, der ja eigentlich relativ leicht war. Aber das Ding da zusammenzubasteln, ich wusste auch nicht, dass man die Dinge irgendwie noch seitenverkehrt drehen kann. Deswegen habe ich da echt ewig dran gesessen. Das Vermächtnis 4 habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Die fünfte Folge ist aber auch schon oben. Die wird dann wahrscheinlich am Tag, nachdem diese hier rausgekommen ist, freigeschaltet. Und dann werde ich auch den letzten, das Vermächtnisteil noch spielen, auch wenn es wieder ein Bildspiel ist. Mein Freund meint, das ist doch okay. Es hat mal eine andere Art. Dass ihr es auch ganz okay findet, sehe ich ja an euren Views. Es haben ja, obwohl es ein Wimmelbildspiel ist, haben es... den ersten Part natürlich, weil alle neugierig sind, so wie das immer so ist, 150 angeklickt. Und die weiteren Parts haben halt dann zumindest noch um die 50 Klicks. Und das heißt, dass doch einige daran interessiert sind, zu erfahren, wie die Story so weitergeht. Ich dachte ja eigentlich auch, dass die weiteren Das Vermächtnisteile ganz normale Point-and-Click-Adventures sind. Aber diese lustigen Schummelbuben, die haben das, ja... Ach, da klebt schon wieder was zusammen. Und da noch was. Wunderbar. Haben das, ja, auf die eine Verpackung... Ah, noch was gegeneinander. Haben das auf die eine Verpackung ja draufgeschrieben, aber auf den vierten Teil zum Beispiel haben sie es wieder nicht draufgeschrieben. Und deswegen ist dieser Teil hier ja in kürzester Zeit zu Ende. Und den nächsten hatte ich mir ja auch schon gekauft. Ich habe mir die in einem Rutsch gekauft, weil ich so begeistert war von dem ersten Das Vermächtnisteil. Und der zweite war auch noch ganz okay. Ja, so wird man dann halt, ne? Wieso kennt ihr das ja auch bei anderen Sachen, dass man da so dann halt, ne, verarscht wird? Aber ich finde, man kann das trotzdem noch spielen. Das ist halt okay, ist halt ein bisschen was anderes. Und da drehe ich mir einen Wulst, weil ich nicht wusste, dass ich das Teil drehen kann. Also so drehen okay, aber ich konnte es ja auch noch anders drehen, indem ich die andere Maustaste benutze. Das ist mir natürlich nicht eingefallen. So. Da sieht man doch durchaus, dass das eigentlich da reinpassen müsste. Gespiegelt. So, wie gesagt, finde ich schön, dass ihr daran auch Interesse zeigt. Die Spiele sind halt etwas kurzlebig, ist halt bei diesen Wimmelbildspielen so. Ich habe letztens aber auch mal ein Wimmelbildspiel gehabt, das war ultra gruselig. Und ihr wisst ja, ich mag überhaupt keine Gruselspiele. Oh, da habe ich echt fast einen Herzinfarkt bekommen. Das war so gruselig. Das war ein richtig gutes Spiel. Also, ist ja auch so, die Das Vermächtnis-Teile, die kann man ja auf Big Fish heißt das, glaube ich, bekommen. Und da habe ich halt mich auch mal eine Weile lang umgesehen und habe mir da ein paar Spiele gekauft. Und das habe ich halt ausprobiert. Das habe ich mir nicht gekauft, das Spiel, was ich jetzt meine. Und wie heißt das denn jetzt nochmal? Ach, ich weiß es gar nicht. Das ist so der Klassiker da bei den Wimmelbildspielen. Ist irgendwie auf Platz 1. Ah, das Haus der tausend Türen. Genau so heißt das. Und das ist echt gruselig. Also vielleicht werde ich das mit euch zusammen spielen. Aber, oh Gott. Ihr wisst ja, ich und Gruselspiele. Aber es war auf jeden Fall mal ein richtig geiles Spiel. Es war ein richtig geiles Wimmelbildspiel. Also man kann auch aus diesem Genre durchaus was machen. Wenn man da mal ein paar... Sachen reinbaut. Auch das, das Vermächtnis-Wimmel-Bildspiel ist ja jetzt, ihr seht ja, ich muss die Sachen zusammenpuzzeln, auch ein bisschen aus der Norm heraus. Das heißt also, die normalen Sachen, die sind ja immer nur dieses, ah, hier, such da, was wir am Anfang ganz viel hatten. Aber hier werden halt auch ein paar andere Sachen mit reingenommen und das ist halt ziemlich gut. Auch wenn das Spiel ziemlich kurz war. Also das ist 2 Stunden und das finde ich ist... Naja, ich habe noch mehr so ähnliche Spiele, die ich mir dann runtergeladen habe, weil ich so eine Zeit lang so gerne so kleinere Spiele gespielt habe. Das war, als ich noch mit den ganzen Projekten nicht so weit war und alle Abschlüsse noch in weiter Ferne waren, sodass ich nicht irgendetwas großartig neu anfangen wollte.
Da habe ich mir einfach mal so ein paar kleinere Spiele gekauft. Ich finde das dann auch ganz okay, dann da mal so ein 5er oder 6er rüber zu stecken. Das so viel kosten die, wenn man halt in diesem komischen Big Fish Club ist. Ansonsten kosten die mehr, das finde ich dann auch nicht okay. Aber ich habe mir halt für einen Monat diese Mitgliedschaft, die gab es irgendwie am Anfang kostenlos. Und dann habe ich mir halt in der Zeit auch die ganzen Spiele gekauft, die ich haben wollte. Und das fand ich dann auch ganz fair. Weil die Entwickler, die diese Spiele gemacht haben, die haben da ja auch viel, ja, viel Arbeit reingesteckt. Und dann finde ich, kann man das auch mit ein paar Euronen, ja, Euronen, nicht Maronen, sondern Euronen, ja, den Leuten zeigen, dass man das Spiel gut fand. Und ja, man kann die halt alle antesten da auf Big Fish Games und das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn das nicht monatlich die Mitgliedschaft Geld kosten würde, dann werde ich da wahrscheinlich jetzt immer noch Mitglied sein. Aber so lohnt sich das erst, finde ich, wenn man gleich mehrere Spiele von denen haben möchte, dann bekommt man auch eins umsonst. Ja, ich bin jetzt nicht von denen gesponsert, ich wollte euch da einfach nur mal erzählen. Weil man halt da auch das Vermächtnis 1 bis 4 kaufen kann. Ich habe mir die jetzt mühselig auf Amazon zusammen, nee, nicht Amazon, sondern auf eBay zusammen ersteigert. Aber da kann man sich die auch einfach runterladen. Aber ich finde das halt immer schöner, wenn ich so eine CD in der Hand habe. Meistens lohnt sich das also für mich jedenfalls auch, weil dann halt noch ein paar andere Sachen dabei sind, halt so ein schönes Cover und so. War ja hier auch der Fall, das eine wurde sogar mit Papphülle geschickt. Und die sahen alle klasse aus, haben mich gefreut auf so ein ganz richtig geiles Point-and-Click-Adventure. Und dann war ich halt ein bisschen, dass beides wirklich Wimmelbildspiele sind. Ich werde das bestimmt jetzt, oder werde das im Part 5 noch sagen, dass ich denke, dass halt der nächste Part kein Wimmelbildspiel mehr ist und so. Aber Leute, nein, ich muss euch enttäuschen. Auch der nächste Part vom Das Vermächtnis ist ein Wimmelbildspiel, obwohl es nicht auf der Verpackung steht. Ja, die Bilder, die man da gesehen hat jetzt schon im Voraus, waren aber vielversprechend. Ich freue mich auch, das euch dann wieder zu zeigen und mit euch das zu spielen. Wird wahrscheinlich wieder so ein 2-Stunden-Ding. Das ist dann auch der... Oh... Da habe ich es jetzt auf einmal geschafft. Oh mein Gott. Wie auch immer das jetzt auf einmal gepasst hat. Voll die Verarsche. Auf jeden Fall, wo war ich denn gerade dran? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ach, Alina, was bringst du mich so durcheinander? Wieso schaffst du denn das blöde Rätsel endlich? Selbstironie. Muss man auch haben, finde ich. So, mein Freund, der rollt wieder auf seinem schönen Stuhl hier durch die Gegend. Wenn ihr das hört, der hat auch eben geräuspert. So, wir sind jetzt wieder draußen und da ist es ganz normal wieder so. Das ist auch ein bisschen lustig. Ich muss ja da Blätter sammeln. Unten sind diese Blätter ja vorgezeichnet. Und was wollte ich denn gerade sagen? Ja, also ich habe die Das Vermächtnis-Reihe alle in eine Playliste gepackt, weil ich das halt irgendwie doch ein bisschen übertrieben fand, für die alle eine einzelne Playlist zu machen, weil das ja alles zusammengehört und weil die dritte und vierte Teil von dieser Reihe ja sowieso nur 5 Folgen oder so waren. Das ist so, dass es halt dann eine 50-Video-Playliste wird oder so. Ihr seht ja immer am Anfang, von jeder Folge steht ja, wie die Folge heißt und welcher Teil das ist. Oben ist halt der erste Teil. Der erste Teil ist ja Testament of Sin, dann kommt Baum des Lebens. Die hängen ja auch noch mit zusammen. Und dann kommen halt der dritte und vierte Teil, die auch zusammenhängen. Habe ich jetzt rausgefunden, das ist wohl dann die Fortsetzung. Ich war ja ganz geschockt am Ende, das weiß ich ja noch, dass es auf einmal zu Ende war. Und dann hatte ich ja den nächsten Teil reingelegt, was ihr jetzt ja noch nicht wisst und was ich im fünften Teil auch noch nicht weiß, weil das ja eine Nachsynchronisation ist und dann festgestellt habe, dass es auch ein Wimmelbildspiel ist. Dann war ich natürlich etwas enttäuscht, aber jetzt so im Nachhinein, wenn ihr das doch so gerne guckt, ne, 50 Views finde ich ist gut. Wenn man bedenkt, dass wir bei Mass Effect meistens so um die 30 haben, ist 50 Views auf jeden Fall okay. Und ich hatte bei Chocolatier ja auch nicht so besonders viele Views. Ich bin froh, dass ich dann da doch mal auch den Leuten was Neues zeigen kann, was sie so von anderen Sachen noch nicht kennen. Und da habe ich auch alle Blätter gefunden. Hol! Hast du gut gemacht. ach nee, habe ich nicht alle gefunden. Ich weiß auch nicht. Eine Bürste. Sieht aber für mich nie aus wie eine Bürste. Sieht aus wie so ein Zahnstocher, womit man sich aus den Zähnrillen den Kram rausholt. Ich glaube, das habe ich im Video aber auch schon gesagt. So, da haben wir wieder so ein Suchspiel. Hier müssen wir halt nach Wörtern suchen.
Ja, ich habe das ja nochmal gespielt. Schade ist, dass bei dem Spiel die Sachen nicht gewürfelt sind. Zum Beispiel bei diesem, was ich euch eben schon erzählt habe, 1000 Türen, ist das so, dass die Sachen gewürfelt sind. Das heißt, dass die ganz woanders dann wieder da sind. Und ich glaube, bei dem hier war das nicht der Fall. Da waren die Sachen wieder an der gleichen Stelle. Und es sind halt auch so wenige Sachen, dass man die nach der Zeit alle kennt. Schön finde ich, dass jetzt zum Beispiel andere Blätter kommen als bei den anderen Bildschirmen, wenn man zu oft geklickt hat. Weil jetzt kommen ja normale Blätter und nicht Herbstblätter. Ha. Ja, ihr wisst es, Leute. Ich habe gerade gegessen, deswegen bin ich gerade zufrieden. Irgendwer hat schon unter mein Video, unter Minecraft, glaube ich, mal geschrieben: Boah, hast du immer Hunger? Naja, Leute, ihr müsst ja wissen, ich drehe ja immer mehrere Folgen am Stück. Und wenn da mein Magen am Anfang knurrt und am Ende, und das ist noch eine Aufnahmesession, und ich sage nicht, ja, willkommen zu einer neuen Aufnahmesession, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass das immer noch das gleiche Magenknochen ist. Also ich habe. Trotzdem hast du immer Hunger. Ja, jetzt sagt mein Freund, trotzdem habe ich immer Hunger. Auf jeden Fall ist das auch manchmal so, dass ich zufrieden bin. Und das ist jetzt gerade wieder. Das hat man auch mal in Mass Effect gehört. Da habe ich gesagt, oh, wir haben gerade gegessen, mir geht's gerade so wunderbar. So, ja. Ja, das ist natürlich blöd mit so einer Nachsynchronisation bei so einem Suchspiel. Aber ich habe halt einen Content-Treffer drauf bekommen. Frag mich nicht, welche von den Musik davon diesen Content-Treffer verursacht hat. Jedenfalls habe ich das gerendert, weil ich da niemals drauf gekommen wäre. Das war ja auch beim zweiten Teil so. Beim zweiten Teil bei der Abflugszene, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich will euch nicht zu sehr, ne? Ich fahre da mit so einem Zeppelin weg. Und bei dieser Szene, da kam auch so eine Musik und da habe ich da voll den fetten Content-Treffer drauf bekommen. Da ist ja nur so, seid ihr irgendwie Baller? Achso, da habe ich jetzt Harz gefunden und versuche mit dem Harz diese Steintafeln zu verkleben, was irgendwie nicht funktionieren will. So nebenbei mal wieder auf das Spiel bezogen. Auf jeden Fall, wo war ich denn gerade dran? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren und schlimm heute. Ach so, ja, mit dem Hunger. Und was? Ach, ja, stimmt, da sind wir jetzt in neuen. Wow, es ist wunderschön hier, diese Harmonie von Mensch und Natur. Das ist da leider nicht so. Lassen bitte kehren Sie zu Negus Negistis Residenz zurück, außer. Ach, wieso lese ich denn so schnell? Aber mich muss niemand beschützen. Wo soll ich denn passieren? Soll ich mich etwa in ein wildes Tier angreifen? Ich muss darauf bestehen, dass sie zur Residenz umkehren. Meine Aufgabe ist der Schutz von Negus, Negasti und seinen anderen Leuten. Okay, ich will ihren Job nicht stören. So, mein Gott, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles gelesen. Ich habe das ja anscheinend beim ersten Mal geschafft, so schnell zu lesen, jetzt aber nicht. Ich habe das Bild ja jetzt auch kleiner, weil ich das Video angucke und nicht ne, live Let's Playe. Ihr wisst ja, ich habe so einen kleinen Laptop und da kann ich ja auch nicht so gut nachgucken. Ich bin immer noch nicht schlauer geworden, wie ich jetzt dieses Harz und diese Platte miteinander verklebe. Und habe da ja auch noch nichts gefunden. Da suche ich nach einem Tipp, aber es gibt keinen Tipp. Und per Zufall klicke ich dann in Richtung Küche. Yay! Da fehlt etwas. Ja, was auch immer da fehlt. Also das habe ich wirklich nicht gesehen, was da fehlen soll. Weil die Steine sahen für mich eigentlich ganz okay aus, aber irgendwas fehlt da bei den Steinen. Was war denn das nochmal? Steine müssen verschoben werden oder so? Oder da unten rechts fehlt ein Stein? Naja. So, ja, genau, das war diese lustige Bildschirm mit den Vasen, wo ich jede Menge Vasen sammeln musste. Das hat mich dann, ach, habe ich das da erzählt? Ich weiß es nicht, ob ich es erzählt habe. Auf jeden Fall erzähle ich es euch jetzt. Das passt nämlich zu dem Thema. Ich hoffe nicht, dass es jetzt doppelt ist im Let's Play. Ich habe mir jetzt die Folgen nicht alle nochmal angeguckt. Auf jeden Fall habe ich mal so exotische Samen gekauft letztes Jahr und habe dann versucht, daraus Pflanzen zu züchten. Dieses Jahr wäre es zu spät damit anzufangen. Vielleicht mache ich nächstes Jahr nochmal. Und das waren dann auch so Pflanzen, die so eine große Frucht haben, die man auch durchaus als ja, Karaffe da oder wie Vase nehmen könnte. Karaffe, ja. Und die halt die Afrikaner benutzen. Das Ding heißt nämlich afrikanische Riesenkalebrasse. Könnt ihr jetzt mal googeln. Und das habe ich halt versucht, bei mir auf dem Balkon zu züchten. Aha. Das wurde natürlich nichts. Da habe ich es meiner Mutter gegeben und einer Tante. Und bei meiner Mutter sind sie dann gewachsen wie bekloppt auf dem Balkon. Aber es kam nur eine ganz kleine Frucht dran, aber die ist dann leider auch nicht überlebt. Wurde aber auch im Internet gesagt, dass es sehr schwer ist, davon dann wirklich diese Früchte zu bekommen, weil in unseren Breitengraden natürlich viel zu wenig Sonne ist.
Das heißt also, bei so einem total heißen Winter, heißen Winter, einem heißen Sommer mit viel Sonne, da könnte das dann sogar funktionieren, wenn man die richtige Richtung im Garten hat. Auf jeden Fall fand es meine Mutter ganz lustig, wie diese Pflanzen sich dann da hochgehangelt haben. Und diese afrikanischen Töpfe erinnert mich halt daran, weil das sollte man am Ende rausbekommen, wenn man diese Frucht erfolgreich züchtet. Nämlich so ein Gefäß mit, damit machen die Afrikaner wohl Musikinstrumente, aber auch benutzen das halt als Gefäß für Lebensmittel. So, was suchen wir noch? Das Radio. Ich weiß nicht, wo das verkackte Radio ist. Ich weiß, dass ich mich da auch ziemlich geärgert habe, weil ich einfach nicht das Radio gefunden habe. Da habe ich jetzt wieder auf den Stift gewartet und lass mir einen Tipp geben. Ja, genau, an der tollen Antenne soll ich das Radio erkennen. Da, da. Da wäre doch niemals jemand drauf gekommen. So, dann haben wir da irgendwie noch einen Stein gefunden als Belohnung. Der passt natürlich in den Ofen rein, den werden wir da jetzt auch so gleich mal reinsetzen. So, zack, wunderbar, wegen dem einen Stein hat der Ofen jetzt nicht funktioniert. Manchmal gibt es so eine Logik in solchen Spielen. Aber das habt ihr ja schon am Anfang gemerkt, dass ich das Spiel so ein bisschen hops nehme, weil ich das auch ein bisschen halt verarsche finde, dass man da was anderes geliefert bekommt, als man erwartet hat. So, jetzt müssen wir die Gefäße sammeln. Was finde ich denn jetzt da? Ach, die Kelle und die eine Vase. Was ist das für eine hässliche Vase? Diese eine gestrichelte unten. Sieht aus wie so ein Geschwür oder wie so eine Kreuzspinne oder so. Da habe ich mal wieder zu viel rumgeklickt. Und so eine dünne Vase fehlt auch noch. Aber wo ist die denn? Ah, okay, gefunden. Wunderbar. Die auch per Zufall, aber diese hässliche. So, das habt ihr auch wieder gehört. Das ist mein Freund, wenn er sich auf seinem Stuhl zurecht sitzt. Das habt ihr auch in den Kanal-News gehört. Weil die Kanal-News habe ich ja auch im Urlaub aufgenommen. Und da sitze ich nicht weit weg von meinem Freund. So, ich suche immer noch nach dieser verkackten, komischen Vase, die diese ganzen komischen Einzelflächen hat. Ich weiß jetzt natürlich, wo die ist, aber damals wusste ich es noch nicht. Ja, genau, man kann die Schilder nämlich zur Seite schieben. Habe ich da jetzt gerade entdeckt. So, das ist aber nicht die Vase. Das heißt, es hilft mir nichts. So, dann gucken wir mal da drunter. Da ist ein hässlicher Pott. Sieht aus wie so ein Pisspott und da war die total widerliche Vase. Und die Kelle können wir benutzen. So, Kelle und Harz und Ofen, gleich geschmolzenes Harz. Hahaha. So, die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge und was haben diese Steine hier für ein Problem? Okay, die Steine haben das Problem, dass man sie irgendwie zurechtrücken muss. Wenn ich bestimmte Steine drücke, bewegen sich andere Steine. Na klasse. Ich habe natürlich die Allround-Umsicht, dass ich gleich sehe, welche sich bei welchem Stein bewegen. Und deswegen ist es ja so gar nicht zufällig, wie ich darauf rumklicke. So, ich war nur froh, als ich es irgendwann dann geschafft hatte. Ich dachte einfach so, ah, klickst du mal rechts. Weil du ja rechts noch nicht so viel geklickt hast. Und irgendwann hat es dann funktioniert. So, da haben wir jetzt den Stein Russen, der ist draußen, die anderen drumherum sind drinnen. So, jetzt haben wir die schon mal draußen. So, nur noch die da. So, gut, klasse. Irgendeiner ist immer inaktiv. So. Witzige Rumspielerei. Ich weiß ja auch nicht, was die ganzen Steine mit dem Funktion des Ofens zu tun haben, wenn die nach vorne oder zurückstehen, aber Hauptsache ich sortiere Steine an einem Ofen. Wie gesagt, das Vermächtnis 1 und 2 waren außerordentlich gut, aber das Vermächtnis 3, Ah, jetzt habe ich es geschafft. Gut, wunderbar. Die richtige Kombination. Jetzt kann ich etwas schmelzen. So, das, was, wo drin ich das Harz schmelzen kann, habe ich schon gefunden. Und jetzt stellen wir diesen lustigen Pisspot, wie ich ihn eben genannt habe, in den Ofen rein. Jedenfalls irgendwie wollen wir das tun. So. Ja, nur wie geht das jetzt? Das ist sehr starker Klebstoff. Aha, okay, also jetzt habe ich die Bürste da reingetunkt und jetzt habe ich Klebstoff.
Dann gehen wir mal zurück zu der Steintafel. Wo war die denn nochmal? Irgendwo da im Haus. Ah ja, wunderbar. Und die Steintafel kleben wir dann mal mit dem starken Klebstoff zusammen. Jetzt ist die Plattensammlung komplett. So, dann fragen wir ihn mal. Ich hab's geschafft, die Truhe ist offen. Sie sind es wirklich meisterverziert. Diese Platten habe ich darin gefunden. Sie waren zerbrochen, aber ich habe sie. Och, ich weiß nicht, ob sie das doch synchronisiert haben. Ich habe es nämlich vergessen. Dann haben sie meinen Test bestanden. Ich möchte Ihnen die Zusammenarbeit bei einer kleinen Mission vorschlagen. Bla bla. Ein Test, das war ein Test. Warum haben Sie mich getestet? Ich wollte Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen. Die Mission, von der ich sprach, ist enorm wichtig, nicht nur für Afrika, sondern für die ganze Welt. Was müsste ich dabei tun? Sie müssten mir ergeben dienen, sonst nichts. Als Gegenleistung verschaffe ich Ihnen Zugang zu Informationen, die Ihnen weltweit alle Titelseiten garantieren. Helfen Sie bei meiner Mission und der Ruhm gehört Ihnen. Wie genau sieht Ihr Plan aus? Wie gesagt, Chelsea's. Ich entstamme einer uralten Königsfamilie, die Afrika einst regierte. Ich möchte das Königreich meiner Vorfahren wiederherstellen. Das große afrikanische Königreich erstreckte sich von Ägypten und der arabischen Halbinsel im Norden bis zu nach Simbabwe im Süden. Ich musste dazu natürlich einige Länder erobern, aber ohne Kampf geht das nicht. Negus Negesti, ich hätte eine Frage. Ja. Irene erwähnte, dass sie meinem Vater begegnet sind. Ich plane einen Artikel über seine Entdeckung. Wissen Sie, wie er starb? So, am besten liest ihr es selber, aber so schnell kann ich nicht lesen. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, wenn die Zeit reif ist, werde ich Ihnen berichten, bla bla bla. Einverstanden, aber wir kommen auf dieses Thema zurück. Boah, Alter, ich muss gleich echt mal gucken, ob das doch synchronisiert war. Vielleicht schneide ich das dann rein, dann hört ihr dieses Boah, Alter nicht. Hoffentlich kriege ich dann darauf keinen Content-Treffer. So, hier, Luke hat vor seinem Tod so ein Symbol gezeichnet, das sehen wir hier überall. Und wir sind mal wieder in seiner Rumpelkammer gelandet und sammeln uns ein paar Sachen zusammen. So, eine 5 sollen wir suchen. Ach, die 5 habe ich. Ich habe die 5 schon gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die auch in dem Video jetzt gleich sehe. ja. Wonach suche ich gerade? Da, 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 Valina, da war die 5. Hinterher ist man immer schlauer. So, eine Öllampe suche ich. Fleisch suche ich. Eine Wassermelone, native, der will einfach sein. Einfach mal durch die Gegend geklickt, ist ja auch immer hilfreich. Puppe, Gabel. Ach, die Öllampe gefunden. Siegelring und Glas. Glas haben wir auch gefunden. Siegelring, ich glaube, den habe ich später mit Suchfunktion gemacht, weil den habe ich absolut nicht gefunden. So. Was war denn jetzt los? Achso, jetzt habe ich mir aus dem Bild rausgeklickt, weil als ich das Fleisch anklicken wollte. Okay. So. Das war auch nicht richtig. Das war die Gabel. Versteckt im Stuhl. Und da hinten ist ein Boot und eine Giraffe und so ein Teller an der Wand. Das haben die in Russland sehr oft, diese Teller als Deko an der Wand. So, ich war ja schon mal Russland-Austausch zweimal. Da habe ich die 5 endlich entdeckt. Puppe, Siegel, Ring und Fleisch fehlt mir noch. Wo ist denn hier eine Puppe? Oh, da musste ich gerade niesen. Da war jetzt die Puppe links. Das war eher so eine Voodoo-Puppe. Ich weiß noch, dass ich auch noch das in der Synchronisation auch gesagt habe, weil ich habe eher so nach so einer Spielzeugpuppe gesucht. Das war jetzt das Fleisch. Das sah aber nicht so wirklich nach Fleisch aus. Naja, gut. Jetzt fehlt noch der Siegelring und wie gesagt, ich glaube, da habe ich die Suchfunktion benutzt. Die ist aber noch nicht voll gerade. Deswegen muss ich noch ein bisschen warten. La. La 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 la. Da genau, das war das Symbol, was der, glaube ich, gezeichnet hat. Dieses Auge. Das allwissende Auge. Ich glaube, ich habe auch noch, ich weiß nicht, ob ich in diesem Teil oder im nächsten Teil, irgendwo, glaube ich, scherze ich darüber, dass das alles so ein bisschen irgendwie Tomb Raider-Abklatsch ist, so mit dieser, ach, da ist ja der Siegelring, mit dieser Pyramide des Lichts, die alles beherrscht. So.
Sie haben etwas verloren, einen Ring. Ah, vielen Dank, das ist ein Andenken an meine Mutter. Sie hielt ihn einst und ihr Name ist Makeda. Zu Ehren der afrikanischen Königin. Was bedeutet das Symbol? Das ist das Wappen meiner Familie. Meine Mutter gab mir diesen Ring. Alle Besitzer schmücken sich damit. So, nun geht der Part zu Ende. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Es tut mir leid, ich musste neue Musik drunter legen und auch nochmal neu überkommentieren, weil ich halt die Tonspur nicht retten konnte. Viel Spaß beim nächsten Part, der ist dann wieder original synchronisiert. Das heißt, das muss jetzt nicht zu dem passen, was ich jetzt erzählt habe. Tschüss!